Moin Moin aus Lübeck, hier geht die Party ab. Ich bin bei den Lübecker Handballtagen zu Gast, bei den internationalen Handballtagen in Lübeck. Da sieht man hier, die U19-Nationalmannschaften spielen gegeneinander. Zahlreiche Länder, nicht nur Japan, Island, Israel und so weiter, sondern auch viele, viele, viele Länder mehr. Und ich bin mal durch die Handsäule gegangen und habe ein paar Eindrücke eingefangen. Hier könnt ihr sie sehen. Ich stehe hier jetzt mit der Pressesprecherin quasi aus dem Orga-Team von den Handballtagen mit Julia. Hi. Schön, dass du da bist. Was für ein Bild. 15 Länder sind mit dabei. Welche Nationen sind bei diesen Handballtagen dieses Jahr vertreten? Es sind auf jeden Fall die skandinavischen Länder dabei, wie eigentlich jedes Jahr. Und in diesem Jahr sind wir total glücklich, dass wir sogar Brasilien dabei haben. Brasilien ist dabei, genau. Und wir haben Israel dabei. Japan, also es ist total international und die sind wirklich von weit her gekommen. Das ist ganz großartig. So, jetzt habe ich mir einen israelischen U19-Spieler geschnappt. One player of the Under-19 team of Israel. So, what's your name? Adir Cohen from Israel. And which position are you playing? Left back. Left back? Yeah, okay. Mit der Größe, nicht? Is it the first time for you in Germany? No. We was before 1 year here, the same tournament, and we was before 1.5 years, we play against the German national team in Gummersbach. Gummersbach, yeah, yes. nice place for handball. And I was here just 3 times. Yeah, and what do you like the most about Germany? Is there a favorite place for you? I very like the city Gummersbach, very big handball, very big team. Yeah, if you are going to Germany, you have to see Gummersbach. It is like that, yeah. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Event, gerade für die Kinder, also wenn man Kinder dabei hat. Und ansonsten ist das eigentliche Highlight wirklich dieses Ausmaß des Turniers. Ansonsten kann man da gar nicht so groß mehr differenzieren, weil einfach alles viel Spaß macht und interessant ist. Es wächst von Jahr zu Jahr, es wird immer größer. Kann es sein, ihr habt auch so ein bisschen Göteborg als Vorbild, oder? Da ist es ja auch schon riesig, eine Woche ist das, glaube ich, dort. Genau, ja, das ist tatsächlich unser Vorbild. Wir schauen uns immer so ein paar Ideen ab und es fährt auch jedes Jahr jemand hin zum Partille-Cup nach Schweden. Ja, und dann kommt man mit ganz tollen Ideen zurück. Wir versuchen auch ein bisschen eine Zusammenarbeit zu machen und natürlich, klar, irgendwann wollen wir das größte Turnier der Welt sein. Im Moment sind wir noch das zweitgrößte. Aber es ist jetzt schon sensationell, Julian. Vielen Dank. Ja, danke auch. Nummer 18, Bodensieger. So, jetzt stehe ich hier mit dem Chefcoach und seinem Assistenten von der U19-Nationalmannschaft von Japan. The Under-19 team from Japan. What's your name? My name is Akira. And what's your name? My name is Tom. Nice to meet you. Nice to meet you. Is it the first time for you in Germany? Actually, yes. Yes. Yeah? It's my first time to visit here. Are you enjoying it? Two times, so yes. You know it. Yeah? Yeah? You know how to say in Northern Germany hello? It's like moin. Moin. Moin, yes. Moin. So if you see someone on the street, you say moin. Moin. And not moin moin, that's too much. That's too much. Yeah, moin. Just moin. So we have there some players of you. Yes. Oh, here. Hi. Hello. So have you been to Gummersbach already? Yes. Yeah, already, okay. Before, with him. Yes. And the whole team. Yes, what do you think about Gummersbach? Small city. A little bit boring, but... A little bit boring? Yes, but a lot of handball. Okay, good handball city. So what is your position? Right back. Okay. And what do you think about him? Good friend and good player. Yeah, and he? Also, great player. So the team spirit is great, I think. Yes. Yeah? We like each other. Okay. Are there any talents in your national team where you say, oh, one day they will make it to the A team? So we have one player who is belonging with the senior team. Yeah? Yeah, usually he plays in a left back. Yeah. Okay. And he is really tough. Yeah, really tough. And he fights a lot in the defense and also in the attack. And he
always aim to the goal. Yeah. Now, your national coach is Dagur Sigurdsson. Oh, so yeah. Yes. How is he doing? Did you meet him already? Oh yeah. I'm one of the staff of the senior team also. So yeah, he did a great job and he will work very well. Okay. I bet you. Do you take this one as a test for the World Cup? Like that. Yeah. One cup also. Okay. Yeah, this to the stage. Yes. How long are you staying in Germany? 10 days a whole, but we left 4 or 5 days. Okay. Yeah. Then have a great time. Yes. Was nice to meet you. Nice to meet you too. And nice to meet you. For the goodbye, we say moin. 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 Yeah. Moin. Moin.